Bonsoir, Olivier. Ist Monsieur de la Serre schon zurück? Monsieur de la Serre wird heute erst spät erwartet. Ah, gut. Vielleicht werde ich dann etwas Zeit mit Elise verbringen. Mach dir nur keine Hoffnungen. Mademoiselle ist bei einer privaten Soirée, zu ihren Ehren, im Palast. Eine Feier? Ich bin nicht eingeladen. Die Pferde ja auch nicht. Bestimmt hat sie meine Einladung nur verlegt. Ich komme da schon rein. Ah, wie spät ist spät? Vielleicht in einer Stunde, vielleicht in drei, vielleicht auch gar nicht. Ich hinterfrage das Kommen und Gehen meiner Herrschaft nicht. Dann warte ich einfach hier. Je parle pour moi. Je suis un vieux garçon. Je crois que pour ça, vous pouvez compter sur moi. Alors je vois une pensée, vous deux, qui ont trivial. Eine Abhandlung über die Welt und das Licht von Descartes. Hab es nie zu Ende gelesen. Ich schieb ihn einfach unter der Tür durch. Er wird schon sehen, wenn er zurück ist. Die Memoiren des Monsieur d'Artagnan. Elis Lieblingsbuch. Les Tragiques. Zu deprimierend. Elise mochte solche Festlichkeiten noch nie. Sie wird bald heimkommen. Bitte. Sicher abgeliefert. Und nur ein bisschen zu spät. Nun denn, auf zum Palast. Ah, so würde ich selbst in der Kanalisation auffallen. Erst recht auf einem Ball. Na komm schon, mon ami. Lass mich dir das abnehmen. Vielen Dank, junger Mann. Maximilien Robespierre. Kein Gast. Arnaud. Le Chevalier du Thélème. Die Einladung, s'il vous plaît. Ah ja, ich hatte natürlich eine, aber auf dem Weg... Kein Zutritt. Ohne Einladung. Nun trete zur Seite. Nächster, bitte. Charles Gabriel Siver. Zwei Gäste. Nächster, bitte. Ziemlich, was los? Ziemlich. Je vous imagine bien la balle de droit. Der dritte Stand begehrt auf und die ein Fest.
Was wird überhaupt gefeiert? Weiß nicht. Irgendeine Firmungszeremonie für De La Serres Tochter. Lasst ihr mich rein, wenn ich das tue? Was? Natürlich nicht! Nun denn, wenn es keinen Unterschied macht, dann bleibe ich lieber hier. Nein, nein, du! Komm her! Ich sehe euch dann im Garten, ja? Natürlich. Qui possède une petite exploitation au côté de la cour de nuit? Ich erinnere mich gar nicht mehr, wann wir alle so zusammen waren. Das war sicher diese Geschichte mit... Ich wäre euch dankbar, wenn ihr das nicht erwähnt. Madame.
Belästige mich mit diesem Tanz, junger Mann. Merci. Un autre jour. Ich mich nicht zum Narren halten. Sie ließ sich immer gerne jagen. Ganz schön Aufruhr verursacht. Was soll ich dazu sagen? Du warst stets ein schlechter Einfluss. Und du warst noch schlechter. Trägst du etwa einen Anzug meines Vaters? Trägst du etwa ein Kleid? Fang bloß nicht an. Ich fühle mich wie eine Mumie in diesem Ding. Muss ein wichtiger Anlass sein, wenn du dich so rausputzt. So ist das nicht. Ganz ehrlich, es geht nur um Zeremonie und Worthülsen. Ermüdend. Nun, wenn du mich nicht zu deinen Feiern einlädst, leiden alle darunter. Ich wollte ja, aber Vater war unnachgiebig. Dein Vater? Wer ist da drin? Ufre! Geh, ich lenke sie ab. Du wirfst mich hinaus? Es ist kompliziert, ich erklär's dir später, aber nun zum Fenster raus. Oh, nein, das wird nicht wieder so laufen wie damals im Apfelhain. Sei nicht so ein Kleinkind, dieses Mal gibt es ganz sicher keine Wachhunde. Los! Das Billardzimmer, oder? Wir verfolgen einen Langfinger, Mademoiselle de la Serre. Hast du ihn gesehen? Wer soll denn hier rauskommen? Ich wette, irgendwann kotzt mir heute noch ein weicher Schnösel auf die Schuhe. Die sehen heute nicht sehr gut aus. Alles gut, Monsieur? Zu viel von des Königs Champagner? Monsieur? Monsieur de la Serre! Monsieur de la Serre! Gilbert, kommt weg da! Wachen! Hilfe! Mörder! Er hat Sire de la Serre getötet.
Nein, ich war es nicht. Damir hatte das Messer. Bitte, hab Gnade. Gallia est omnis divisa in partes tres. Die töten uns. Oh Gott, hab Gnade. Sie töten die Gefangenen hier drin. Das reicht jetzt, du Perverser. Wo bin ich? In der Hölle. Das Blut! So viel Blut! Quis ultrum morti offerant, facilius requeriuntur, quam qui dolorem patientem. Willkommen in deinem neuen Heim. Hallo! Warum befreit uns? Ich muss mit jemandem sprechen! Öffne diese Tür! Mal wie du willst. Das kümmert keinen. Ich muss mit Elise de la Serre sprechen! Hört ihr mich? Elise de la Serre! Elise! Bringt Elise zu mir! Parvis momentis mani casus inter cielo. Ich bin kein Mörder! Verschwendest nur Zeit. Nein! Nicht die heißen Eisen! Was starrst du so, Pisspot? Alles, nur nicht das! Hast du das her, Pisspot? Ich bin nicht in Stimmung. Gib sie zurück! Hol sie dir. Wie du es kannst. Na los! Was ist denn, mein zartes Pflänzchen? Hab ich deine Gefühle verletzt? Hau drauf! Guter Schlag, Pisspot. Mal sehen, was deine Verteidigung tat. Mein Blutsegel!
viel Mühe für eine kaputte Antiquität. Die einzige Antiquität hier kann ihr dummes Maul nicht halten. Sag das doch mal. Ich habe genug gesagt, alter Mann. Mach den Bastardenkopf kürzer. Gekürzel, alter Mann. Gekürzel? Das hier. Überall. Als wären wilde Hühner über die Zellenwand gelaufen. Wo? Komm her, du kleiner Despot. Nimm deine Hände weg. Sieh auf die Wand. Was machst du? Konzentrieren. Konzentrier dich. Was ist das? Botschaften aus der Vergangenheit. Die Hälfte der Pariser Gefängnisse habe ich bereits danach abgesucht. Wie heißt du, Junge? Arnaud. Arnaud Victor Dorion. Dorion. Natürlich. Pierre Bellec. Ich kannte deinen Vater. Schön für dich. Er starb bei Versailles. Ungefähr 76, 77. Dezember, wenn ich nicht irre. Keine Zeugen. Woher weißt du? Dein Vater war Assassine, Arno. Er gab sein Leben im Kampf für die Freiheit aller Menschen. Halt dich an mich. Vielleicht lebst du lang genug, dich uns anzuschließen. Und sein Andenken zu ehren. Hör mal, dieser Kult von dir ist sicher ein amüsanter Haufen, aber ich bin nicht interessiert. Ich will einzig und allein Elise finden. Und wie willst du das anstellen von hier drin? Ich hab dir gesagt, das geht schief. Gefangene, an die Wand! Gut, verschwinden wir aus dem Schreckloch. Pisspot. Sollte mich einer abmachen, wäre ich als Geist. Ich krieg ich noch einen Kopf.
Beleg, ist die Tür offen? Wir haben ein Problem. Rechts. Geraubt, alter Mann. Das hat der Alkohol schon vor langer Zeit erledigt. Jetzt hoch mit dir! Ich kann... Das ist unmöglich! Unmöglich? Das muss jeder Assassine können, Junge!